Herkese merhabalar. Ahmet Selim Şimşek ben. Yaklaşık bir ay önce benim dükkanın önünde bir tane yavru kedi atmışlardı. Yani sokağa atmışlar benim dükkan bölgesinin buralarda. Sonra bu kedi benim dükkanın önünde alıştı. Bu arada ben İstanbul'daydım ve geldikten sonra 2 gün oldu bu kedi buraya geldi dediler bana. Ben de tabii ki ilk aklıma gelen bunu buraya biri bıraktı. Buraya sokağa attı arkadaşlar. Bu kedinin de takip ettim ve aşırı ishali vardı. Aşırı ishalden sonra onu tedavi aldık. Her gün veterinere götürdüm ve iyileşmesi için elimden geleni yaptım yavru kedi için. Bu arada ismini de Leon koymuştum. Her gün size ya bir fotoğraf ya bir kısa video paylaşıyorum. Onu da zaten burada görebiliyorsunuz. Kesin bu sayfamda ister YouTube kanalımda ister Instagram'da, ister TikTok, ister Facebook'ta sürekli paylaşıyorum. Yaptığım olan paylaşımlar zaten milleti teşvik amaçlı paylaşıyorum. Yani bunların ne kadar masum olduklarını veya ne kadar zararsız olduklarını göstermek istiyorum. Çünkü ben de sonunda kuyumcu dükkanında bakıyorum bu hayvanlara ve optik mağazada bakıyorum. Ayrıca evde de bakıyorum arkadaşlar. Yani elimden geleni bu sokak hayvanlar için her zaman yapmaya çalışıyorum. Bunu da sizin de sürekli zaten paylaşıyorum. Ve kedinin durumu geçtikçe düzeldi. İlk başlarda biraz ürkekti, yani biraz korkuyordu. Ama zaman içinde biraz daha alıştı, daha iyi alıştı. Hatta dükkanın etrafında hiç ayrılmıyor artık. Hani bir kedi yeri ve sahibininkini seçiyor derler ya. Bu yavru kedi Leon da kendi yerini burada seçti ve buradan hiç gitmiyor. Bu güzel anı da size biraz sonra da göstermek istiyorum. Yani burada yayın olarak da size göstermek istiyorum. Sürekli zaten kısa video olarak gösteriyoruz veya dediğim gibi fotoğraf. Şimdi de yayın olarak göstereceğim size. Ve ayrıca diğer kedilerimiz de burada. Ve ilk aşısı da oldu bizim yavru kediyle yani. Yani şu anda yani bütün sağlık durumları iyi olduğu için ilk aşısını yaptık ve bundan sonra yani aramızda burada yaşayacak ve buradan başka bir yere gitmeyecek. Yani kimse de sahiplendirmeyeceğiz. Baya bir kişi benden bu yavru kedi istedi. Ama ben bugüne kadar kimse bir kedi vermedim ve kimseye de bir kedi vermeyi düşünmüyorum. Bendeki olan kedilerden. Yani benim kediler hepsi sokaktan geldiler arkadaşlar. İlla bir kedi sahiplenmek isteyen olursa inanın bana sokakta çok çaresiz ve sahipsiz olan bir kedilerimiz var. Ve bayağı bir uysal olan kediler de var aynı zamanda. Yani bir kedi sahiplenmek isteyen olan varsa sokaklarda inanın bana bayağı bir kedi var. So hallo und herzlich willkommen zum Livestream bei Cats and Gold. Es geht heute darum, dass unsere kleine Baby Katze Leon ihre erste Impfung bekommen hat. Die wurde hier vor circa einem Monat bei mir vom Laden ausgesetzt. Ich war in Istanbul, wo sie hier ausgesetzt wurde. Also ist jetzt, sagen wir mal, gut 5 Wochen her und die wurde hier vor dem Laden ausgesetzt. Wo ich dann von Istanbul wieder kam, habe ich geschaut, wer ist die Katze. Die meinten, die ist hier seit 2, 3 Tagen, läuft sie hier rum und die war noch ein bisschen scheu und die hat auch sehr starken Durchfall gehabt. Da war nämlich mein erster Verdacht, dass sie hier die Katze ausgesetzt haben, weil sie Durchfall haben. Das machen leider sehr viele. Die nehmen die Katzen auf, die geben eine falsche Nahrung und durch die falsche Nahrung bekommen sie dann Durchfall und dann macht sie in die Wohnung. 1, 2, 3 Mal und dann werden leider solche Tiere ausgesetzt. Und ich denke mal, die kleine Leon ist auch so ein Fall gewesen. Die war zuerst ein bisschen scheu. Und dann habe ich sie natürlich aufgenommen. Ich habe sie zum Tierarzt gebracht und wir haben sie pflegen lassen. Und auch dann ist sie wieder gesund. Und jetzt ist es mittlerweile so weit, dass sie hier vom Laden nirgendwo anders hingeht, dass sie immer hier vor dem Laden ist oder im Laden ist. Die geht mittlerweile hier in den Juwelier rein, in den Optiker rein, geht rein und schlafen, wann die will. Und die weiß auch, was ein Katzenklo ist und die geht auch immer aufs Katzenklo und die ist auch wieder ganz gesund. Und da sie auch gesund ist, haben wir jetzt erstmal die erste Impfung gemacht. Und ich werde euch gleich natürlich auch die Babykatze Leon zeigen, wie es dir hier geht und wie sie auch mit den anderen Katzen hier klarkommt, weil die hat sich hier sehr eingelebt und der Trump hat sie auch anerkannt mittlerweile. Der Trump tut ihr nichts, sagt ihr nichts. Und da der Trump sie auch akzeptiert hat, dann haben natürlich auch die anderen Katzen sie auch akzeptiert. Denn Trump ist hier auch der Big Boss im Laden.
sagen wir mal so, also der entscheidet, wer kommen darf und wer gehen darf. Und der Trump hat auch unsere Babykatze Leon anerkannt. Und das werden wir uns gleich nochmal alles anschauen. Ne? Dann drehe ich einmal die Kamera. Kamera, ich werde mal schnell machen, schon da. Dükkandayım, burası oyuncu mağaza. Kediler şu anda dışarıya çıktı hepsi. Ve tek tek onlara bakacağız şimdi. Also die Katzen sind gerade alle außer Haus. Also hier vor dem Laden oder nebenan gleich bei den Nachbargeschäften. Schau mal, hier ist zum Beispiel unsere Katze Leila. Die Leila war 4 Tage vermisst, aber die ist heute Morgen wieder aufgetaucht. Bizim Leyla dört gün kayıptı ama bizim Leyla bugün geri geldi arkadaşlar. Das ist hier die Straße, wo die Katzen leben. Und schaut mal, hier sieht man auch die Mia ist hier im Laden. Wir sind Mia da, Bruder. Machen Sie mir schon ein Bruder Safarier. Wir sind Sammy Bruder. Der Sammy und die Mia sind da. Und schaut mal hier. Sieht man den Pantau. Und der Trump ist hier oben. Der will wahrscheinlich wieder in die Decke rein. Wir sind Trump Pascha da Bruder gerade. Bakın Trump Paşa kesin o delikten içeri girecek. Der will mit Sicherheit gleich wieder in die Decke rein. Das ist hier ihr Zuhause. In der Nacht schlafen die hier drin. Also der Trump, der Pantau, Sammy und Leon schlafen hier drin. Wir sind Sammy, Trump, Pantau ve Leon dükkanda yatıyor. Da bizim Rusteli Leon hin. Schon mal kurz hier ins Katzenhaus. Was ist los mir? Was ist los mir? Ne oldu mir? Was ist los? Ne kırım, ne oldu? Ne? Ne istiyorsun? Das ist die Mia. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Burada huzurlu bir şekilde yatıyorlar. Die haben hier immer ihr Futter. Bizim Leon nereye gitti şu anda? Kim küçük kedi. Ona bakın. Ich schaue gerade hier, wo die Leon hin ist. Ich war auch eben noch hier. Şimdi daha buradaydı. Bir yere gitmez. Allah Allah. Kesin komşuya girdi. Kesin buraya girdi meraktan. Leon burada mı? Ha? Ist die Leon hier, die kleine Katze? Ne? Komisch. Pss, 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 pss. Nereye gitti bu kedi ya? Die war doch eben noch hier. Leyla! Leon nerede? Leyla da burada. Mal kurz schauen, wo die sich versteckt. Ist bestimmt hinter dem Bankautomaten. Trump, lass die Leila in Ruhe. Ja, die Mia meine ich.
Kızım sen ne yapıyorsun orada? Was machst du hier, Leon? Hä? Ne yapıyorsun orada? Warum bist du so traurig? Wir sprechen hier von dir im Livestream und wir erzählen von dir. Du bist aber hier verschwunden. Hast dich extra versteckt hier. Sen anlatıyoruz burada yayında. Biz seni anlatıyoruz. Ve seni konuşuyoruz. Ve burada saklanıyor arkada kızım. Ist alles gut mit dir? Ne oldu sana? Seni konuşuyorduk. Das ist jetzt hier die Leon. Die haben wir gesucht, aber sie hat sich hier hinter dem Bankautomaten versteckt, gleich beim Laden. Wir sind Yavru Kedi Leon. Kendini burada saklandı. Gel bakayım gel. Korkma kızım bana, niye kaçıyorsun? Bakın hemen kaçıyor dükkana doğru. Die läuft gleich sofort in Richtung Laden. Weil da fühlt sie sich gleich sicher. Hemen dükkana doğru koşuyor ve yuvaya giriyor. Bakın şimdi. Ne doch nicht. Jetzt lässt sie sich streichen. Jetzt fühlt sie sich nicht mal gegriffen. Das ist die Leon. Yani size sürekli göstermiş olduğum yavru kedimiz Leon burada yaşıyor. Şu anda yuvaya girdi. Ama akşamları dükkanda kalıyor tabii ki. Ve burada da bizim kediler de burada. Die anderen Katzen sind auch alle hier. Und der Sammy ist auch hier bei seinem Stammplatz. Bizim Sammy de yerine geldi. Burada dükkanın önünde oturuyor, bekliyor. Ve Pantau da buraya geldi. Leon şimdi geldi arkadaşlar. Evet, şimdi köpek geliyor. Sürekli yemeğe geliyor buraya. Der Hund, der immer hier zum Fressen kommt. Und da versteckt sich auch gleich Leon. Aber der tut den Katzen nichts. Aber die Katzen mögen ihn nicht. Aber die Größeren reagieren nicht mehr auf ihn. Aber Leon schaut da noch sehr böse, wenn der Hund kommt. Ein Büyük. Kediler bir şey demiyorlar buna. Ama küçük kedi biraz tedirgin. Bakın Trump da bir şey demiyor artık bu kediye. Bu köpeğe pardon. Der Trump sagt dem Hund auch nichts mehr. Schau mal. Weil der halt zum Fressen herkommt. Er kommt so oft, dass die Katzen nicht mehr reagieren.
Bakın burada ne güzel. Burada yatıyor. Marina Rose hat uns 200 Sterne gesendet. Ganz, ganz herzlichen Dank für die 200 Sterne. Für die Unterstützung der Seite Cats and Gold und auch der Straßentiere hier. Wenn der Hund lieb ist, kann er doch auch gern bleiben. Ja, natürlich darf der bleiben. Und er hat auch einen besten Freund. Das ist so ein Schäferhund. Der kommt auch gerade. Jetzt hängen wir mal zu zweit ab. Und die kommen beide hier zum Fressen her. Bakın o köpeğin de bir arkadaşı var. Bir tane kor köpek. Burada yemeğe geliyorlar beraber arkadaşlar. Ve kedilere zarar vermiyorlar. Also die tun auch den Katzen nichts. Dass Trump denen auch nichts mehr sagt. Der Trump macht dort keinen Rückzieher. Schaut mal. Oh, Leon. Leon war gerade sauer zum Hund. Aber die Großen sagen nichts. Komm mal, geh, 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 geh. Also, komm her, geh, 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 geh. Komm, du darfst fressen. Kein Thema, komm mal. Das sind die beiden Hunde, die immer zum Fressen herkommen. Wie gesagt, die großen Hunde. Die großen Katzen sagen den Hunden gar nichts. Aber die kleine Leon wurde gerade sauer zum Hund. Dükkanın tam olarak nerede? Bu dükkan Kumköy'de, Side, Antalya Side'de, Kumköy'de, Palum Hotel'in önünde. Ve bakın köpekler de şu anda karnları doyuruyorlar arkadaşlar. Und die Hunde kommen jeden Tag zum Fressen her. Und wie gesagt, die Katzen reizt es nicht mehr. Der Sammy ist auch ein richtiger Angsthase normalerweise. Aber den kümmert es gar nicht mehr, interessiert auch nicht mehr, dass hier Hunde herkommen. Der Pantau schaut sich das alles von hier oben an. Pantau da wohl da yukarıdan izliyor. Görüyor musun? Yok, yok, yok. Ama tabii ki de bir şey demiyorlar köpeklere. Ve Trump tabii ki en önde duruyor. Der Trump schaut sich das alles von ganz von der Nähe an. Schaut mal hier. Trump lässt sie fressen. Und die Leon schaut zu, aber sie mag die Hunde nicht. Jetzt auch viel gefressen, die beiden Hunde. Und der Trump schaut zu, wie alle anderen. Also somit habt ihr gesehen, dass es hier vom Laden auch den Tieren gut geht, dass hier mehrere Tiere zum Fressen herkommen. Ob Hunde, ob Katzen, ob Vögel, auch
nicht nur meine Tiere, sondern ganz, ganz viele Katzen kommen hier zum Fressen her und auch Hunde. Und da vorne sind auch die Tauben. Für die gibt es extra Futter. Tauben und Vögel. İleride kumrular ve kuşlar. Daire mama alıyorum. Onlara da mama veriyoruz. Die bekommen extra Futter. Und wie gesagt, die Leon hat ihre erste Impfung bekommen. Und in 15 Tagen gibt es auch die andere Impfung, also die zweite Impfung. Weil die erste Impfung schützt ja nur bis zu 65%. Diesem Kitty Miss Leon. İlk aşısı oldu. İlk aşı sadece 165 koruyor arkadaşlar. Onun için ikinci aşı da bir 15 gün sonra yapacağız. Tabii ki olan biten de size burada sürekli hem yayın olarak hem fotoğraf olarak veya kısa bir olarak ileteceğiz. Bugünlük bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Somit habt ihr heute auch gesehen, dass es den Katzen hier im Laden gut geht, dass hier auch Hunde, Katzen, Vögel, alles zum Fressen kommt und dass unsere Leon die erste Impfung bekommen hat und in 15 Tagen dann die zweite Impfung. Ich halte euch natürlich hier immer auf dem Laufenden, was auch hier im Laden oder zu Hause mit den Katzen oder auf den Straßen oder wenn neue Katzen kommen, immer passiert. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Danke, dass ihr alle dabei wart. Ich wünsche euch dann allen einen schönen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.